Was ist denn in eurem Bananenbrot drin? An sich sind viele Nüsse drin, normale Mandeln und gemahlene Mandeln, Kokosraspeln, ein bisschen Zimt und Vanille, das schmeckt total lecker, und ein bisschen Kokosöl und eben ganz viele Bananen und ein paar Eier. Ich matsch Bananen. Habt ihr eigentlich einen Ernährungsplan, an den ihr euch halten müsst? Ja, wir sind auf jeden Fall ernährungstechnisch beraten. Unserem Körper werden wirklich hohe Leistungen abgefordert. Und ich sag mal, einen Formel-1-Wagen würden wir auch nicht mit irgendeinem schlechten Benzin füllen. Und deswegen brauchen wir da auch gute Nährstoffe. Ja, ich denke, die Mandeln können dann jetzt auch in die Pfanne. Hauptsache, ist ein bisschen Liebe dabei. Was esst ihr denn bei so einem Turniertag? Prinzipiell ernähren wir uns jetzt im Turnier oder am Turnier nicht anders als unter der Woche. So am Abend vorher achten wir darauf, dass wir eine Mahlzeit mit möglichst ausgewogenen Zusammensetzungen zu uns nehmen, aus Proteinen, Kohlenhydraten und eben auch gesunden Fetten. Wahrscheinlich auch wichtig, wenn man gerade so einen Leistungssport macht, Maya, ja, nach dem Training dem Körper wieder das gibt, was er braucht, damit er wieder leistungsfähig ist. Ja. Ja, genau, auf jeden Fall. Also Kohlenhydratspeicher einmal wieder auffüllen, wie du gerade gesagt hast, Protein ist wichtig für die Muskeln, und wichtig ist natürlich auch, aber sich grundsätzlich dementsprechend zu ernähren und dann nicht nur an dem Tag. Also ja, darauf kommt es natürlich auch an. Wie steht ihr denn zu Nahrungsergänzungsmitteln? Für uns als Sportler mit der Belastung, die wir haben, ist es eigentlich unabdingbar, dass wir da irgendwas dass wir zuführen. Wir versuchen, ihn so gut es geht aus unserer Ernährung zusammenzubekommen, aber ein paar Proteine und Elektrolyte müssen wir doch extra zuführen, besonders auf Reisen, aber auch so im alltäglichen Training, um die Regeneration zu fördern. Ja, wir sind gespannt, was ihr zu unserem Bananenbrot sagt. Gerne. Richtig gut. Also mir schmeckt es sehr gut.